dir aus? Bei mir? Ach, ich bin im Knast mit allen Schurken, die ich in den letzten 8 Jahren habe. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Scorpion? Wartest du mal kurz? Ich war mitten in einem Anruf. Das wird schmerzhaft! Wir wurden unterbrochen. Alles okay? Eher nicht. Electro, Rhino und jetzt auch Scorpion sind auf freiem Fuß. Was ist im restlichen Gefängnis los? Die Kameras laufen bald wieder. Dann gibt's einen Lagebericht. Electro ist schneller als je zuvor. Da gehe ich nicht wieder rein! Was macht er? Lauf, wenn du schlau bist! Ich mach dich fertig! Aufgepasst! Hier, Fritz! Das gefällt mir viel besser. Na, was sagst du jetzt? Na los, Spider-Man! Ich dachte, das wäre eine Jagd! Ich muss den Kerl aufhalten! Sag mir, für wen du arbeitest, dann verschone ich dich! Das Angebot will nie jemand annehmen. Hab dich! Vulture! Lang nicht gesehen! Wir werden so viel Spaß haben! Sorry, keine Zeit zum Reden! Nein! Keine Zeit zum Reden! Bist du noch da, was? Nein! Keine Zeit zum Reden! Bist du noch da, was? Okay.
Okay, die Überwachungskameras sind wieder online. Wie sieht es aus? Tja, sieht so aus, als seien sämtliche Insassen des Raft geflohen. Einschließlich Martin Lee. Damit sind fünf seiner schlimmsten Feinde gegenwärtig wieder in Freiheit. Ich dachte gerade wirklich, das sei dein Ernst. Es ist ernst. Ich muss los. Ein paar von ihnen wollen in die Stadt. Ich spinne wohl. Gefällt dir mein neuer Anzug? Wahnsinn! Wo hast du den denn her? Gibt's nur für Mitglieder. Gute Idee. Wir müssen das hier auch gar nicht tun, wenn ihr nicht wollt. Wir wollen auf jeden Fall. Dr. Octavius. Erste und letzte Warnung. Komm uns nicht in die Quere. Jeder von euch hat einen Job zu erledigen. Eure Schuld ist beglichen, wenn wir fertig sind. Los! Da ist er! Es ist vorbei, Norman. Es ist Zeit für die Wahrheit.
Bericht zum Bioterrorangriff. Inzwischen beträgt die May, alles okay? Ja, sicher. Kannst du die bitte für mich austeilen? Klar. Arbeitet aber pausenlos an einem Heilmittel für diese tödliche Krankheit. Die stadtweite Quarantäne wird streng durchgesetzt. Von Sable International, die sämtliche Verkehrsknotenpunkte strikt überwachen. In der Stadt kämpfen Polizei und Sable Agents weiterhin gegen Rikers und Raft-Ausbrecher. In der Zwischenzeit gab Bürgermeister Osborne Spider-Man die Schuld am Gefängnisausbruch und der Ausbreitung der Krankheit und erklärte ihn zum Flüchtling. Beweise dafür erbrachte er nicht. Und viele glauben, der Bürgermeister wolle nur von sich ablenken, da ein Exklusivbericht des Bugle aufgedeckt hat, dass die Krankheit ihren Ursprung in einem geheimen Oscorp-Labor hat. Hier in Manhattan. Bürgermeister Osborne behauptet, Oscorp arbeitet... Mach das aus! ...behörde an einem Antiserum, blieb aber auch hierfür jeglichen Beweis schuldig. Dr. Octavius, warum? Wie konnte ich das zulassen? Das Krankenhaus hat angerufen. Die sagten, du wärst einfach weg. Ich muss zurück an die Arbeit. Die Ärzte haben gesagt, du hast 14 gebrochene Knochen. Das macht 192, die nicht gebrochen sind. Danke für deine Hilfe übrigens. Das Schwierige war, dich vor Sable zu verstecken. Sie haben dich zu ihrem Hauptziel ernannt, weißt du? Ich fühle mich wirklich geehrt. Was passiert mit unserer Stadt, Yuri? Ich weiß es nicht. Fühlt sich an wie das Ende der Welt. Ist es vielleicht auch. Ich helfe gern. Gut. Hier rotten sich entlaufene Häftlinge zusammen und übernehmen ganze Stadtviertel. Sie plündern, terrorisieren die Anwohner, das volle Programm. Ich kümmere mich um sie. Was hast du noch? Der Bürgermeister verlangt von Silver Sable, Lee und Octavius unter allen Umständen zu finden. Jetzt hält sie in der ganzen Stadt willkürlich viele Menschen in Lagern fest. Es hält sich das Gerücht, sie wende erweiterte Verhörmethoden an. Du meinst Folter. Ich kümmere mich darum. Das ist unsere Stadt, Yuri. Höchste Zeit, dass wir sie uns zurückholen. Großartig. Meine Männer verfolgen die Superschurken. Ich gebe Bescheid, wenn wir Fortschritte machen. Tu dein Bestes, um die Stadt zu stabilisieren. Verstandenzentrale, hier Transporter Foxtrot. Keine Spur von Spider-Man. Ist es wirklich? Hau ab! Die ganze Familie ist krank wegen dir, Spinner! Wow! Vögel beobachten? Ich habe ein paar Tauben gesehen. Hey!
Langley! Sorry, woman! You know that tango? Die Typen drin sollen sich nicht ausgeschlossen fühlen. Dann mal los! MJ, ich bin am ersten Ort auf deiner Liste und rate mal, was ich gefunden habe. Dämonen? Die Kandidatin hat 100 Punkte. Du kannst rausfinden, was die vorhaben und ich stelle mich mal vor. Ich hoffe, die neuen Jungs haben etwas mehr drauf. Denn die letzten Typen gehen. Peter, da werden angeblich Souvenirs für Leben in Chinatown importiert. Das, was die hier importieren, brauche ich nicht als Andenken. Drogen? Dämonen. Die bringen wohl ihre Kumpel in Schiffscontainern rein. Erklärt, wie ausländische Bürger mit Vorstrafen ins Land kommen. Sieht sauer aus, Jungs. Ich geb's zu, ich hab meine guten Jokes für die anderen verbraucht. Aber ich wiederhole mich gern. Buena, Guta! Guta! Das ist, als
als würde die Band schon die vierte Zugabe spielen und du willst eigentlich nur nach Hause. Menge Netze für euch alle. MJ, ruf die Polizei. Alle Dämonen sind außer Gefecht gesetzt. Aber denk an ein Souvenir für mich. Spider-Man, die schlimmsten Ausbrecher aus dem Raft belagern unsere Polizeireviere. Meine Männer brauchen deine Hilfe. Sofort. Verschaff dir Überblick in Midtown, dann erzähle ich dir alles. Bin schon unterwegs. Ist es Octavius? Nein. Zwei seiner Lakaien. Den Doktor suchen wir noch. Um ehrlich zu sein, der macht mir echt Angst. Könnte der cleverste Superschurke sein, der mir je begegnet ist. Ja, genau das macht mir auch Sorgen. Halt durch, Captain. Ich muss die Scharfschützen erledigen. Peter, ich habe den ganzen Tag bei dir versucht. Alles okay? Dieser Ausbruch hat die ganze Stadt ins Chaos gestürzt. Mir geht's gut, May. Alles klar. Ich mache mir mehr Sorgen um dich. Oh nein, bitte nicht. Feast ist gerade der sicherste Ort in der Stadt. Der Dude im oberen Stadtteil eher nicht. Aber wir sind sicher und geschützt. Hoffentlich bleibt das so. Ich komme vorbei, wenn ich kann. Hab dich lieb. Ich dich auch, Peter. Er macht Ernst! Durchlöcht!
wirst du mir büßen! Prima. Ich bin wieder unsichtbar. Wer ist da? Schlaf. Hey, es ist Spider-Man! Er hat Kies! Die Sträflinge sind schwer bewaffnet. Dass Leute, die gleich gekleidet sind, mich immer sofort umbringen wollen. Zermalme dich zum Brei. Weiter! Nicht dein Mann! Zurück! Die Typen sind wie Kartoffelchips. Bei einem allein bleibt es nie. Überfall.